Sascha von netbooknews.de im schönen München in Bayern sind wir noch zurzeit und spielen ein bisschen mit Ice Cream Sandwich rum auf dem Samsung Galaxy Nexus. Das ist natürlich nichts Neues, weil das wurde schon im letzten Oktober vorgestellt. Und von daher ist die Frage, was sollen wir euch da zeigen? Nun, darum geht es auch nicht. Samsung Galaxy S2 ist angesagt. Samsung rollt gerade das große Ice Cream Sandwich Update raus. Da ich die Kiste in Taiwan gekauft habe, habe ich das schon bekommen. War gestern Morgen in Kies drin, diesem fürchterlichen, ja, wenn das wenigstens ein iTunes-Klon wäre, aber das ist einfach nur, ich würde sagen, einer der längsten Viren der Welt, habe ich es schon bekommen und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das ist die Version 4.0.3. Und ihr seht schon, hier ist ein etwas anderer Lockscreen drauf. Und dann, wenn ihr es seht, ja, das sieht doch genauso aus wie TouchWiz auf Gingerbread. Völlig richtig. Ich habe mal hier eine kleine Infografik vorbereitet. Und jetzt dürft ihr mal raten, wo denn hier Gingerbread und wo Ice Cream Sandwich ist. Tick, 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 tick. Ja, wer hat's? Hier ist Gingerbread, hier ist Ice Cream Sandwich. Die großartigen Unterschiede sind vor allen Dingen hier in der Google Search Bar. Also dieses Widget ist unterschiedlich. Und dann seht ihr in der Notification Bar sind diese kleinen Icons ein bisschen unterschiedlich. Aber das war's auch schon. Ansonsten wird das sehr, sehr schwierig zu sehen, ob ich denn jetzt wirklich Ice Cream Sandwich oder Gingerbread habe. Und das vor allen Dingen für eine Firma wie Samsung interessant, die gerade Apple ganz lustig mit einem kleinen Werbespot zum Narren gehalten hat für die Leute oder wegen der Leute, die sich für das iPhone 4S angestellt haben und ein ähnliches Problem hatten. Schauen wir uns das mal an. Blogs are saying the battery looks sketchy. You know, if it looks the same, how will people know I upgraded? 4G, is it 4G? It doesn't say. Whoa. She got there. Not sure. What is that? Guys. Whoa, whoa, whoa. Hey, bro. Can we see your phone? Sure. Can I see with my hands? Have you seen this thing? Ooh. Check out the screen. This thing is huge. It's pretty massive. And it's got 4G speed. It's magnificent. Samsung. Samsung? That's a Samsung. Yeah. I could never get a Samsung. I'm creative. Dude, you're a barista. Ganz witzig, ne? Und jetzt machen sie das Gleiche mit ihrem TouchWiz für Ice Cream Sandwich. Aber wir schauen trotzdem nochmal rein. Und ihr seht die Performance, das ist hier alles ganz suppig im Moment. Das ist also ein Factory Reset Phone. Ich habe noch nicht ganz so viele Apps installiert und vor allen Dingen auch noch nicht ganz so viele Widgets. Nach wie vor finde ich ganz einfach, dass die Performance auf dem Galaxy Nexus besser ist als hier auf dem Samsung Galaxy S2. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier in diese Applikation reingehe, dann könnt ihr sehen, dass hier die Animation auch ein bisschen anders ist. Seht ihr das? Und das fühlt sich ganz einfach, ich weiß es nicht, ich finde es irgendwie, kommt das ein bisschen besser. Oh, jetzt bin ich schon bei den Widgets gelangt. Kommt das irgendwie ein bisschen besser auf dem Galaxy Nexus rüber? Widgets, sehr gute Idee, lass uns da gleich mal drüber reden. Wenn ich hier auf den Widgets-Tab gehe, habe ich diese wunderbare Widgets-Vorschau. Seht ihr das? Dann weiß ich also ganz genau, was ich mir nachher auf den Homescreen klatsche. Wie sieht das beim Samsung Galaxy S2 aus? Ja, Widgets-Tab gibt es hier nicht. Kann ich da was mitmachen? Nee, da kann ich auch so ein List-View einschalten. Also muss ich mir jetzt hier erstmal einen freien Homescreen suchen. Dann halte ich die Finger drauf gedrückt. Dann kann ich hier unten Widgets aussuchen. Ja, und dann könnt ihr ein bisschen raten. Jetzt passt mal auf, was passiert. Wenn ihr zum Beispiel hier ein Stückchen Kalender nehmt, okay, das machen wir jetzt mal einfach so, und dann haue ich mal noch einen richtigen, also der ist jetzt erstmal auf dem Homescreen und noch weiß ich, wie er aussieht. Und guck mal, dann haut er mir das nächste Ding da drauf und haut das, macht den nächsten Homescreen auf. Und ja, es gibt halt hier keine Vorschau und das finde ich einfach ein bisschen schade, weil das ist einer der Hauptvorteile in meinen Augen von Ice Cream Sandwich gewesen, nicht nur gewesen, ist nach wie vor und das ist auch einer der Hauptvorteile von Android an sich sind Widgets. Wie kann man die denn so stiefmütterlich behandeln hier, wie mit diesem TouchWiz? Wohingegen ich hier bei dem wunderbaren Vanilla Experience Android hier diese schöne Vorschau habe. Das nächste, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, wenn ihr zum Beispiel hier auf die Kontaktkarten geht, auf dem Galaxy Nexus, dann habt ihr hier dieses alles auf einen Blick. Hier sind zum Beispiel, das ist Nicole Tandy und die hat dann hier alle meine Daten.
die US-Nummer, die Taiwan-Nummer, die deutsche Nummer, meine E-Mail-Adressen, mein Google-Plus-Profil, meine WhatsApp-Nummer und all diese ganzen Sachen, alle übersichtlich auf einer Karte liegen, wohingegen ich hier bei der Kiste mit TouchWiz, ich gehe mal auf Kontakt drauf und wen nehmen wir denn jetzt mal hier? Wir nehmen mal hier den JP. Oh, das ist übrigens auch interessant, dass es so aufging auf einmal. Und dann seht ihr, ja, das war es dann schon gewesen. Also da hat sich nichts geändert, großartig. Und das haben sie dann einfach auch komplett vernachlässigt. Was ebenfalls nervig ist, es importiert so ungefähr alles, was irgendwie mal Gmail mit euch Kontakt hatte. Ich habe da auf einmal 4300 Kontakte drin. Wenn ich jetzt auf diese Gruppe gehen würde, dann kann ich mich hier mal lustig bis übermorgen oder bis zur Sehnscheidenentzündung in meinem rechten Daumen durchscrollen. Ich muss hier explizit dann auf meine My Contacts Gruppe gehen und dann habe ich dann da die von mir eingepflegten Kontakte und das sind dann halt hier irgendwie so 200 oder so, was dann halt schon nur mal weniger ist. Also, das hat mir alles nicht so gefallen. Ich mag nach wie vor den Samsung Calendar und ich glaube, dass die E-Mail-Applikation auch sensationell gut ist. Aber ganz ehrlich, das kommt wirklich nicht so ganz so toll rüber. Was wir jetzt natürlich noch haben, ist, wie schaut es aus mit der Performance? Da schauen wir uns mal die üblichen Benchmarks wieder an. Zum Beispiel haben wir hier den Quadrant vorbereitet und den lassen wir jetzt mal eben schnell durchlaufen. So, wir sind jetzt gleich durch. Im April letzten Jahres hatten wir so etwa 3000 Punkte mit dem Samsung Galaxy S2 unter Gingerbread. War das damals unter Gingerbread? Natürlich gehabt. Müsst aber bedenken, das war damals ein etwas anderer Benchmark, der noch für Single-Cores optimiert war. Der ist jetzt schon für Multicores und der zeigt uns jetzt an, gucken wir mal, 3900, fast 4000 Punkte. Das wäre also eine Steigerung von, sage ich jetzt mal, mehr als 30%, ne, wenn das so wäre. Aber das müssten wir eigentlich mal vergleichen mit dem Gingerbread auf der Kiste. Zumindest könnt ihr jetzt sehen, wie die Punkteverteilung aussieht. 3962 Punkte. Ein weiterer beliebter Benchmark ist SunSpider, ein JavaScript-Benchmark, der im Browser abläuft. Bedenkt auch hier, es handelt sich hierbei um einen neuen Stock-Browser und auch da ist es eine Ecke schneller. 1900, wir haben schon so 1800 Millisekunden geschafft und wenn das zum Beispiel vergleicht mit dem Gingerbread Galaxy S2, das lag irgendwie so bei 3600. Also ein riesiger Unterschied. Wenn wir mal diese ganzen Performance-Geschichten außer Acht lassen, da hat es wohl offenbar ein bisschen zugelegt. Sollte auch so sein, ein Ice Cream Sandwich läuft performanter, wenn ihr das zum Beispiel mit Gingerbread vergleicht. Ansonsten, ich bin einfach kein großer Freund von dieser TouchWiz-Geschichte und finde das eigentlich gesagt ein bisschen, dieses Touch and Feel, was Ice Cream Sandwich auf die Smartphone-Plattform, auf Tablets bringt, ist hier komplett verloren gegangen, was ich euch vorhin gezeigt habe mit den Animationen und so Kleinigkeiten. Und dann mit diesen Previews von den Widgets, das ist überhaupt nicht mehr da. Dass diese wunderbaren Kontaktkarten nicht mehr da sind, auch das ist für mich wirklich ein Problem. Plus, wenn ihr einen ganzen Schwung Apps hier drauf habt, und das habe ich gestern schon ausprobiert gehabt, als ich es zum ersten Mal, das hat schon wieder ein Factory Reset hinter sich, weil auf einmal alle meine Kontakte weg waren. Und vor allen Dingen, weil andauernd das Ice Cream Sandwich Keyboard abgestürzt ist, wenn ein ganzer Sprung Widgets und Apps da drauf habt, dann fühlt sich das einfach eine Ecke langsamer an als zum Beispiel hier das Samsung Galaxy Nexus. Von daher, das Ding bekommt jetzt ein Cyanogen Mod 9 Nightly Build. Der kann zwar noch keine Videoaufnahmen machen, aber ich glaube, das überlebe ich. Denn Hauptsache, ich habe hier ordentlich Performance drauf und vor allen Dingen möchte ich ganz gerne das Look and Feel von Ice Cream Sandwich haben, also das Vanilla Experience vom Ice Cream Sandwich. Das ist das Samsung Galaxy S2 mit Ice Cream Sandwich 4.0.3 von Samsung. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.